Die Sommerhybrid-Offensive hat angefangen. Wir haben im Toyota-Segment jetzt den kleinsten Hybrid der Welt sozusagen. Das ist der Yaris-Hybrid, den haben wir jetzt vorgestellt. Der Yaris-Hybrid hat also die Vorzeichen, das ist also der kleinste Hybrid seiner Klasse, ist für jeden erschwinglich auch, ist ein vollwertiges Fahrzeug, ein sparsames Fahrzeug mit der Toyota-Hybrid-Technologie. Und hat einfach den Vorteil, dass wir sagen, okay, das ist ein Fahrzeug, der wird in Frankreich gebaut, also es ist ein europäisches Fahrzeug und dadurch kann man auch schon vom Haptik, von dem Design, von alles, was von Fahreigenschaften, haben wir ein europäisches Fahrzeug. Das bedeutet, wir haben hier Eigenschaften, die den europäischen Markt entsprechen, das Fahrzeug sitzt satt auf der Straße, wir haben die Hybridautomatik, wir lassen auf den ersten 15 Meter jeden Porsche an der Ampel stehen. Das bedeutet, eine Beschleunigung ist enorm. Natürlich nach 12, 15 Meter ist es dann auch vorbei. Aber wir haben für die Jahreshybridkampagne haben wir auch ein gutes Standing. Und im Grunde dadurch, dass das Fahrzeug auch in Frankreich, in Europa produziert wird, hat man auch den Vorteil, dass auch der Preis auch relativ stabil ist und nicht überteuert ist, denn wir sind nicht an Yen oder irgendwelche Schwankungen dann gebunden. Das heißt, bei 17.000 Euro kriegt man schon ein fünftüres Fahrzeug mit einer sehr guten Ausstattung, der sogar schon serienmäßig eine Rückfahrkamera hat. Das bedeutet eine integrierte Rückfahrkamera, damit ich nach hinten einen Blick habe und sehe, selbst die kleinsten Pflanzenkübel können da gesehen werden. Darüber hinaus gibt es noch eine Ausstattung, das berühmte Touch and Go. Das Touch and Go bedeutet, ist ein System, mit dem ich bei Toyota Apps runterladen kann und direkt am Bildschirm sehen kann, was los ist. Also sämtliche Informationen kann ich sehen. Ich kann sehen, wo gibt es die günstigsten Spritpreise in meiner Nähe. Wo sind freie Parkplätze? Also es gibt einige also freie Apps, die ich mich anschließen kann nach Anmeldung und dann sofort beim Autofahren direkt sehen kann, was los ist. Das andere, die Hybrid-Offensive geht also weiter. Wir haben den Urvater des Hybrids, den Prius, und der kommt jetzt raus mit einer sogenannten Plug-in-Option. Plug-in-Option bedeutet, bis jetzt war ja beim Hybrid bei Toyota jetzt nicht notwendig, dass man an die Steckdose geht. Die Fahrzeuge laden sich immer selber auf. Das ist wie so, der lädt sich beim Bremsen, der lädt bei überschüssiger Energie, werden die Akkus immer zugeladen. Jetzt gibt es eine neue Option beim Prius. Und zwar insofern, dass ich hingehe und sage, ich könnte eine Plug-in-Option haben. Das bedeutet, ich habe tatsächlich noch einen Stecker noch am Fahrzeug und könnte dann hingehen und abends, wenn ich eine Garage habe oder eine Möglichkeit, eine Steckdose, dann könnte ich mein Fahrzeug abends da anpluggen, sozusagen anschließen und habe dann morgens, wenn ich rausfahre, dann immer eine volle Batterie, volle Akkus und habe direkt dann die Leistung, dann, die ich habe und verbrauche natürlich dadurch etwas weniger. Das Plug-in-System kommt immer mehr auf und ich sage jetzt mal, in Berlin als eine grüne Stadt gibt es ja schon Baumärkte und so weiter, die für ihre Kundschaft schon kostenlose Plug-in-Systeme anbieten. Das bedeutet, wenn ich einkaufen gehe, könnte ich dann, wenn ich die technische Möglichkeit habe, zum Einkaufen als Anreiz, könnte ich mich da andocken und während des Einkaufes sozusagen kostenlos meine Akkus aufladen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Solardach anzuschließen, das heißt, es gibt auch ein Set mit einem Carport oder wenn man sonst irgendwo eine Möglichkeit hat, ein Set aufzubauen, dass man vom Solarenergie direkt auch das Fahrzeug auch aufladen kann. Das ist auch so dieses Plug-in-System. Also das ist eine neue Entwicklung als Option in der Hybrid-Technologie. Das ist zum Thema Hybrid. Wir können auch mit Hybrid jetzt bei Toyota den Prius Plus auch begrüßen. Das ist ein Siebensitzer, ein Familienvan, auch der erste Familienwagen mit Hybridtechnologie, auch da also geht es also ein bisschen weiter. Für die Familien haben wir auch was dabei. Und im September kehren wir dann zum offiziellen Straßenrennsport zurück, sozusagen.
Das heißt, da wird der neue GT86 vorgestellt. Das ist ein 2+2-Sitzer, also ein Viersitzer, ein Sportcoupé mit 2-Liter-Maschine und 200 PS-Antrieb, Boxermotor. Und der GT86 wird erinnern, also GT erinnert an den legendären Toyota GT 2000 aus dem James Bond-Film, der mal sehr, sehr, sehr berühmt war. Und die 86 hat was mit der Bohrung des Motors zu tun. Das heißt, das sind 86 mm Kernbohrung im Motor, die weist darauf hin. Daher kommt der Name zustande, also ein Sportler. Wir sind also wieder in die Sportwelt eingetreten, nachdem wir ja die Celica und die Supra ja nicht mehr im Modellprojekt, kehren wir also zum Sport zurück, zum Motorsport. Und das passt auch zu der gesamten Entwicklung auch von Toyota mit den Le Mans 24-Stunden-Rennfahrzeuge, Hybrid-Rennwagen, die Rennen angefangen hat. Und man hat auch angefangen mit dem Jahres wieder in die Rallye-Sport zurückzukehren.